So, machen wir noch ein Spotlight hier oben im Dunkeln. Ja, was ist denn da los mit dir? Man hat Spotlight auf dem Dunkeln. So, meine Freunde, heute auf dem Breiter als der Türsteher-Channel, Kollege der Boss. Ich habe ja jetzt einen Fitnesskanal eröffnet. Ach was? Ja. Ein neuer Geschäftszweig? Ja, aber da ist neuer Geschäftszweig, das ist eher so... Nimm die Kohle mit. Ich sag dir ganz ehrlich, wie es ist. Die Zeiten sind hart, Bruderherz, nimm die Kohle mit. Ich mach das eher, Bro, aus eigenem Antrieb, ja. Oder? Ich habe voll Spaß dran, ja. Wieder richtig Sport zu machen. Und ich habe auch das Gefühl, dass der Kanal mir so persönlich dazu helfen wird oder mich dazu bringen wird, wieder mehr Sport zu machen. Weil das wäre mal schön. Ich habe es ja nicht geschafft, dich mal wieder für den Sport zu begeistern. Ja, ich bin jetzt 2 Monate ausgefallen. Nach Breiter als 3 Türsteher hatte ich erstmal gar keinen Bock gehabt zu pumpen. Und ja, das sieht man auch ein bisschen an der Form bei mir. Ja, ich habe ja, auf jeden Fall abgenommen. Der Majo ist wie diese Streber in der Schule, die immer gesagt haben nach dem Test, ich glaube, ich habe eine 5, ich habe nichts gewusst. Und am Ende kommt die 1 bei rum, weil die immer 3 Wochen lang gelernt haben. Der Majo ist selbst in seinen schlechtesten Zeiten immer noch ein Adonis vor dem Herrn. Das sind nette Worte, Bruder. Das sind sehr, sehr nette Worte. Und ja, Bro, ich will jetzt das so ein bisschen aufziehen, mal wenn man unterwegs ist. Was aufziehen? Die Testospritze oder den Kanal? Unter anderem die Testospritze und den Kanal auch. Oder die den Kanal. Und ja, jetzt wird hier wieder so richtig gepumpt, wie wir das damals auch gemacht haben, zu unseren Zeiten. Du machst das einfach mit dem Handy, so wie ich das früher auch gemacht habe. Ja, genau. Ich hatte auch mal so einen Kanal, Felix Blume Kanal. Ich weiß. Auch immer im Auto mit dem Handy, das war dieselbe Perspektive. Ja, hier ist gut, ne? Dann hat man nicht das Problem bei einer richtigen Kamera. Ich habe den Kanal dann Kamera. Dicht gemacht, also dann ist das ein Erfolgskonzept. Heißer Kaffee? Einen heißen. Ja, Bro. Hass es dir schmecken. Was ist eigentlich so Sport? Was bedeutet das für dich? Ja, ich sag mal, aber so, Thema Sport ist natürlich ein Riesenthema. Ne? Mhm. Ganze Leben ist Sport. Warum ist das ganze Leben Sport? Leben ist ein Schachspiel und Schach ist auch Sport. Jetzt ist die Frage, welchen Sport macht man? Ja, am besten alle, so wie wir es gemacht haben. Ich selbst habe früh mit Sport angefangen. Also als ich quasi aus dem Operationssaal rausgejoggt bin in der AIT-Einheit, ging es direkt an den Boxsack. Der war dann die Hebamme. So fing meine sportliche Karriere an. Bruder, du weißt doch, wie es ist. Wir haben immer Sport gemacht. Letztes Jahr war es nur unsere Tennissaison. Ja, Mann. Man muss sich auch mal neu ausprobieren. Und was viele Leute auch unterschätzen ist... Über den Profi. Ja, mal gezeigt haben, ja, wo es lang geht. Ne? Ja, ja. Nein, das geht darum, dass du ein Allrounder bist. Nicht nur im Sport, sondern auch im Leben. Das eine überträgt sich aufs andere und umgekehrt. Die Symbiose muss da immer hergestellt sein. Deswegen, also Kopf und Körper müssen eine stabile Einheit bilden. Deswegen, jede Sportart sollte mal ausprobiert werden. Ich selber bin jetzt langsam in einem Alter, wo ich natürlich mich mehr auf den Golfsport fokussiere. Das hast du mitbekommen. Schläger warst du ja aber damals auch schon. Schläger hatte ich schon immer im Rücken. Genau. So ist es ja nicht. Punkt ist aber bei der Sache, was auch viele unterschätzen bei einer Sportart wie Golf, was im Volksmund gemeinhin gerne mal als Seniorensport herabschätzend deklassiert wird. Das ist gar kein Sport. Mhm. Das sind irgendwelche Opas, die gehen auf dem Rasen rum. Ist ein Spaziergang, ist aber nicht so. Was der spielst ein oder du aktiv nicht Golf? Ich spiele aktiv Golf, selbstverständlich. Ist das auch anstrengend? Also ist das, oder als ich sag dir einen Satz zu Golf. Jeder Schlag, jeder Abschlag, ist, als ob du eine Last von 800 Kilo auf deinem Rücken transportierst. Ja. Also das ist extremes Rückentraining, deswegen ist auch das 1x1. Wenn einer jetzt mit dem Golfsport anfängt beispielsweise, der sollte nie länger als 50 bis 60 Minuten seinen Abschlag üben, sonst wird es halt auch problematisch für die körperliche Gesundheit. Ach ehrlich? Ja, ja, absolut. Ich habe jetzt vor kurzem mal ein bisschen Golf gespielt. Weil in Oberhausen gibt es so eine Einrichtung, nennt sich Topgolf. So sehr, sehr krass gemacht. Das sieht, also wenn du da drinnen bist, du denkst echt, du bist in Dubai. Und da spielt man, also das ist eher so, da kannst du ein bisschen was trinken, ein bisschen was essen. Und da kannst du, also geht's halt, da geht es halt hauptsächlich um Abschläge. Ja. Wie weit ist die Entfernung, Tim? Bis zum Netz? 250 Meter. 250 Meter und du musst halt so Kreise treffen. Du weißt, es gibt auch andere Disziplinen. Genau. So, das war meine erste Berührung mit Golf. Und ich muss sagen, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also mir hat das auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich war jetzt nicht der Beste, das ist so ungefähr wie beim Bowlen, so mal einen guten Praxis, Schlag. Das ist ja Praxis, Praxis. Du brauchst viele, viele Golfstunden, bis du die Basics schon kannst, bis du weißt, bis du die Bewegung einfach verinnerlicht hast, bis du den Ball richtig triffst. Ja.
bis du halt überhaupt zielen kannst und der Ball geht dahin, wo dein Kopf dir sagt, da muss der hin. So. Also ja. Diese Connection, ja. Das erfordert viel Routine, das ist die Anfangsphase. Aber ja, Golf ist nur ein Beispiel von Sportarten, die oftmals unterschätzt werden, was die körperliche Belastung angeht. Mhm. Zum Beispiel die Kamera halten gerade, das ist auch wie Sport. Das ist auch ein Sport, richtig. Ja. Und bevor die ganzen Leute, also ich, da werden auf jeden Fall einige Leute was zu meiner Kameraführung sagen. Ich fühle euch auf jeden Fall, weil ich sehe, dass die ganze Zeit auch wackeln. Aber ihr könnt es euch auch wie ein Hörbuch einfach anhören. Selbstverständlich. Genau. Und deswegen, Fazit der ganzen Sache ist eigentlich, wenn die meisten ja heutzutage leider auch so ein bisschen eingerostet durch die Corona-Lockdown-Zeit, aber die meisten praktizieren jetzt hier maximal noch hier den Matratzensport, wenn überhaupt, eher dann doch das Taschenbillard maximal. Mhm. Oder hocken vor der Playsee rum und dann gibt es hier dicke Muskeln an den Daumen, ja. Ist auch manchmal schön, wenn sie den Daumen hoch zeigen, wenn du durch die Straßen gehst und die Fans zeigen den Daumen hoch. Ja. Und das ist ein sehr muskulöser Daumen. Hat man ein bisschen Respekt. Freust du dich auf der einen Seite, immerhin ist der Daumen muskulös, aber du weißt, was dahinter steckt und dein anderes Auge weint, ja. Weil du natürlich auch eine Empathie hast für den Fan, der da vor dir steht. Und du willst ihn eigentlich wieder zum Sport bewegen, aber der Entschluss, der muss ja halt immer aus sich selber rauskommen. Ja. Weil wie viele Karteileichen gibt es in jedem Fitnessstudio? Die guten Vorsätze, ich fange jetzt an, das hält maximal 2-3 Wochen bei den meisten. Und dann ist die Zeit, wo sich die Spreu vom Weizen trennt, Bruder Herz. Mhm. Die Konstanz, wer bleibt jetzt dran und macht trotzdem weiter, auch wenn es gerade mal irgendwie keinen Spaß macht oder man hat einen harten Tag. Die Versuchung ist immer hoch bei einer Sportart, die man neu lernt. Schnell aufzugeben. Schnell aufzugeben. Du musst dranbleiben, Stunden sammeln. Darum geht es erstmal in den ersten 1-2 Jahren. Und dann bist du schon auf einem Niveau, wo du 80-85% der Leute in einer Fußgängerzone beispielsweise schlagen kannst, in jeder Sportart. Mhm. Ja, wenn es jetzt einen Contest geben würde, wo jede Sportart drin wäre, noch über dem Ironman angesiedelt, sowas muss eigentlich mal kommen. Ja. Der größte Allrounder der Welt, das wäre mal so ein Contest, den ich auch feiern würde, wo ich auch partizipieren würde, natürlich mit großen Erfolgschancen. Aber das wäre mal eine Idee. Ja, voll krass. Also von Schach bis Fechten über natürlich Triathlon, Klassiker, Schwimmen, Radfahren, Bogenschießen, alles muss drin sein. Solche Sportarten, sowas gab es ja damals im Fernsehen, ne? So ähnlich so wie, heißt das Takeshis Castle oder so? Ja, Takeshis Castle. Aber das war ja so lustig, so, aber... Takeshis Castle. Das ist süß, dass du das sagst, aber das ist Teletubbies. Ja, genau. Das ist halt auf. Ich meine schon richtig. Kuschelbasis. Nein, ne? Du musst wirklich einen IQ-Test erstmal absolvieren. Okay, um überhaupt teilnehmen zu können. Um überhaupt teilnehmen zu können, musst du erstmal einen IQ-Test absolvieren. Wobei der auch revisioniert werden müsste, meiner Meinung nach. Ein IQ-Test, wie du den machst, der ist viel zu einseitig. Also vieles. Lass mal die IQ-Test mal raus. Lass erstmal alle mitmachen. Da wird es auch spannender, da gibt es eine Vorrunde. So. Und dann kommst du aber von Kopfsportarten bis zu physischen Sportarten. Die ganze Bandbreite ist abgedeckt. Mhm. Auch Schach ist beispielsweise drin, wo es nur um Kopfarbeit geht. Ne? Und dann hast du am Ende quasi den ultimativen Menschen. Mhm. Und das sollte ja das Ziel sein von jedem Menschen. Mhm. Sein maximales Potenzial auszuschöpfen und auszuleben. Und da wäre so ein Contest natürlich ein Katalysator, ein Motivator für die breite Masse, breit im Sinne von Fett leider. Mhm. Wir wollen es in Muskeln transferieren. Das wäre mal ein Anreiz, wo man sagt, Mensch, mal in die Hände gespuckt, rein in die Masse, da mache ich mit, Mama. Ja. Ich finde, ne, wo du auch beim Thema aufgeben bist, man sollte auch bei einer Sportart nie so schnell aufgeben, man muss erstmal durchziehen. Ich finde, du motivierst immer auch die Leute gut. Was sagst du zu Leuten? Guck mal, der Boss kennt aufgeben nur, wenn er seinem Butler aufgibt, ihm Dinge heranzutragen. Ne, ich finde wirklich, dass du die Leute oft, ne, auch, also du hast ja ewig kein Interview mehr gegeben, ne? Ja, manche munkeln schon, es ist der kamerascheue Kanada-Deutsche. Ja. Aber ich bin tatsächlich einfach zeitlich zu sehr eingeschränkt. Liegt das vielleicht daran, dass die außerhalb des Rap-Kosmos passieren? Liegt das vielleicht daran, dass die Interviewer auch so ein bisschen wenigstens so einen ähnlichen Bizeps-Umfang wie du haben sollen, oder? Ja, das sollte ja sowieso, aber das kannst du auch im Endeffekt nicht erwarten. Du darfst auch nicht zu streng mit den Leuten sein. Ja. Nein, aber ne, worauf ich hinaus wollte. Guck mal, du motivierst die Leute immer, ne? Und ich habe auch oft Leute, die da mal kommen, die mich halt auch aufregen, ob es jetzt Sport ist oder auch Musik oder was weiß ich. So manchmal fehlt mir, ne,
wenn ich so weiß, wie viel wir gearbeitet haben zu unserer Zeit, um gewisse Erfolge zu erzielen und so. Die Leute sehen ja nicht immer, sehen ja immer nur die Spitze des Eisbergs, aber nicht, was man dafür getan hat. So. Und manchmal denke ich so, dass die Leute, auch teilweise die Leute, die Jugend heute, dass sie das nicht gewohnt sind, auch mal, dass man auch mal eine lange Durchstrecke haben muss, um am Ende irgendwie Erfolg zu haben. Das und, gehört dazu. Genau. So, was hast du als Tipp für die Leute, wenn du sagst, um motiviert zu bleiben und auch alles dafür zu geben, sein Ziel zu erreichen, dass das auch ein harter Weg sein kann? Ob es jetzt, sein Traumkörper ist oder berufliche Erfolge. Ja, guck mal, du musst einfach mal auf dich selber hören und dich fragen, was ist meine Leidenschaft, was macht mir Spaß, wo bleibe ich automatisch gerne dran? Was fühlt sich für mich gar nicht wie Arbeit an? Und was könnte ich daraus eventuell machen? So, ganz einfache Frage. Und dann suchst du dir eine Sache, bei mir war es der Rap zum Beispiel, als ich mit 17 das erste Mal einen Text geschrieben habe, da hat den keiner gefeiert. So, dann habe ich meinen ersten Song aufgenommen, das hat auch keiner gefeiert, Leute haben sich lustig gemacht darüber. So. Aber weil mir das Handwerk, die Kunst, so eine Erfüllung gegeben hat, bin ich dran geblieben. Ich habe mich mal wirklich 4-5 Monate komplett von der Außenwelt abgekapselt und habe nur Texte geschrieben. Krass. Ich bin wie ein, hier sind wir wieder bei den Senioren, wie ein Senior in seinem Lebensabend einfach durch Felder spaziert und habe nur getextet in meinem Kopf. Krass. In meinem Kopf. Oder? Heftig. Damals gab es noch nicht sowas wie Stift und Papier. Nein, sowas wie iPhone hat man nicht dabei gehabt zum Sprechen. Das heißt, nur mein Kopf arbeitet und entwickelt Reimtechniken, entwickelt Reime, sucht Reime. Am Anfang war es einfach Reime suchen, schöne, ästhetische Nomenreime suchen. So ging alles los. Und darauf basierend entwickelst du dann einen Stil. Und das Entscheidende bei der Sache ist, es ist etwas Individuelles. Der Mensch hat immer dann nur eine Erfüllung in einer Sache, wenn er auch irgendwo das Gefühl hat und weiß, das ist mein eigenes Ding, das macht sonst keiner so auf diese Art und Weise, wie ich das mache. Dann bist du ein Individuum. Das ist auch der wichtige letzte Baustein bei der ganzen Sache. Ja, eigene Fußspuren hinterlassen ist immer deutlich erfüllender, als in anderen zu gehen. So. Das heißt, auf gut Deutsch gesagt, such dir eine Sache und bleib da dran, mal Minimum 5 Jahre, aber hochfokussiert. Und wenn du weißt, es ist schwer und es ist überhaupt gar kein Erfolg in Aussicht, aber trotzdem du merkst, du kannst es schaffen. Und wie merkst du das? Autosuggestion. Red dir einfach jeden Tag ein, du bist Boss. Da habe ich den Leuten doch genug Rezepte gegeben. Ja. Ich will jetzt auch nicht meine ganzen Videos dann nochmal nachreferieren oder mein Buch. Da steht es doch alles drin. Ja, Mann. Der Punkt ist, du musst halt Biss haben. Und wenn du keinen Hunger hast und keinen Durst hast, dann gehst du auch nicht auf die Jagd. Ja, Mann. Der satte Mensch, der selbstzufriedene Mensch, hat seinen eigenen Tod bereits besiegelt. Weise Worte, ja. Ja, derjenige, der sich auf die Couch setzt und nur konsumiert, sich berieseln lässt von TV, YouTube, Videospielen etc. Der knallt sich den ganzen Tag zu mit Dopamin, ohne etwas großartig dafür zu tun. Der hat ein verfälschtes Belohnungssystem. Du musst immer einen Hunger haben. Du darfst dich selbst nie zu sehr verwöhnen. Auch nicht, wenn du die erste Mio, die zweite, die dritte Mio machst. Das ist noch nichts. Und es geht auch nicht nur um Geld, es geht um Gesamtentwicklung. Das heißt, such dir immer neue Ziele. Ja. Und da brauchst du immer einen gewissen Hunger. Und wenn du keine Ziele hast, wo du hinlaufen musst, dann läufst du auch gar nicht erst los. Also setz dir die doch mal. Ja. So, die musst du vor Augen haben. Dann druckst du es dir aus und hängst es dir gerade schön übers Bett, über deinen Kopf. Und dann wachst du auf, am besten an die Decke. So, und dann wachst du auf und das Erste, was du siehst, ist deine Zukunft. Ja. Und dann manifestiert sich das im Unterbewusstsein und das wird dann automatisch zum Erfolg führen. Ja. Ich habe dir auch heute gesagt, als wir da im Parkhaus standen, habe ich auch gesagt, ich weiß auch manchmal nicht, ob das bei mir vielleicht ein bisschen zu viel des Guten ist. Du weißt ja, ich bin auch seit einem Jahr, anderthalb Jahren komplett am Durchackern. Halt einmal Musik und auch die ganzen anderen Sachen, die ich mache, weißt du, Geschäftszweige. Und eigentlich bin ich schon längst urlaubsreif, ne? Aber ich bin jetzt schon in der nächsten Session. Ich arbeite an einem neuen Projekt, wieder musikalisch. So, weil ich irgendwie nicht, irgendwie denke ich so, okay, man könnte jetzt mal sich eine Auszeit gönnen, aber irgendwas, so ein innerer Antrieb sagt, ne, du musst jetzt wieder weitermachen. Genau, ja, jetzt muss man weitermachen. Das ist immer die Frage, ja.
ist man schon an einem Burnout oder ist man noch nicht an einem Burnout? Ja. Sollte man mal sich zurückziehen? Mhm. Weil das muss man immer mal. Ne? Man braucht immer mal wieder eine Pause. So kleinere Wenn du einen Marathon laufen willst, dann müssen da am Rand auch mal eine Wasserflasche stehen und du stellst dich mal kurz eine Minute hin und verschnaufst. Ja. Das gehört dazu. Nur du musst wissen, wann du das tust. Und die Grundregel dafür, was ich dir ans Herz legen kann, ich habe das auch schon alles durch. Seit 2013, 14 bin ich auch auf einem Marathon-Run, so im Sprintmodus. So. Ja. Und ein Teil davon kriegt man in der Öffentlichkeit mit. Ja. Und ein Teil davon ist auch meine musikalische Diskografie, die ich in diesen letzten Jahren, das sind jetzt 8 bis 9 Jahre fast, hingelegt habe. Das heißt, jedes Jahr Minimum ein Album, eine Tour. Allein in den Jahren 2014, 15 habe ich pro Jahr über 200 Auftritte gespielt. Ja. Du warst doch dabei in der ersten Saison. Ich habe das alles miterlebt. Es gab kein Wochenende, wo wir nicht unterwegs waren. Wir waren nur unterwegs. Und das auch, Bruder, ich sag dir auch ganz ehrlich, ne, der Grund, warum ich so bin, wie ich jetzt bin, da seid ihr auch, da habt ihr auch einen großen Teil, trägt ihr dazu bei, Farid und du, weißt du? Weil ich habe von euch gelernt und ich bin auch froh darüber, ne, dass ich von euch gelernt habe, weil wenn ich so jetzt mir vorstellen würde aus der Neuzeit Vorbilder, so, da sind jetzt nicht unbedingt wirklich krasse Characters dabei, die auch der Jugend wirklich was mitgeben und ich hatte das Glück gehabt, dass ich mit euch die ganze Zeit Unterricht, guck mal, jetzt bin ich dunkel. Und den dunklen wieder. Aber die Spotlights bitte. Nee, aber ich bin wirklich froh, dass ich in der Zeit von euch lernen konnte, weil das hat mich mitgeformt und deswegen bin ich auch ein richtiges Arbeitstier wahrscheinlich geworden, weißt du, mit der Zeit. So alles, ich sehe das mittlerweile auch alles beruflich und ich habe halt einen Antrieb und das habe ich mir ein Stück weit von euch auch abgeguckt. Guck mal, du bist ja immer noch, wie gesagt, die Leute bekommen halt deine Musik mit und das, was du halt im öffentlichen Leben halt von dir gibst, Social Media etc. Aber ich weiß ja auch noch, was du privat alles machst. Du bist nur am Rumfahren und nur am Machen und am Tun. Und das ist auf jeden Fall krass. Und das über so viele Jahre hinweg. Ne? Ja, das ist halt so. Stillstand ist der Tod. Du wirst depressiv, wenn du nicht in Bewegung bleibst, wenn du keine neuen Ziele hast. Das ist das Leben, das ist der Sinn auch davon. Und deswegen versuche ich mir immer neue Ziele zu setzen, die noch einen draufsetzen. Das ist so ein bisschen bei mir Fluch und Segen. Ich kann mich über Erfolge vielleicht eine Sekunde lang freuen, aber dann denke ich sofort, was ist der nächste Schritt? Also ich habe wirklich ein großes Problem damit, Erfolge zu feiern, auszukosten. Ich bilde mir nichts darauf ein, weil ich aber auch schon von Anfang an, also seit meinen frühen Jugendjahren, einen Lebensplan habe, wo ich dann final drauf hinaus will. Und da ist eigentlich die Musik ist nur ein Kapitel, was auch irgendwann abgeschlossen ist und dann kommt aber ein neues, noch großartigeres Kapitel. Für mich. Genau. Und deswegen ist das für mich alles so ein bisschen Treppenstufe, wo ich noch weiterlaufe. Aber man braucht eben auch einen Langzeitplan, um irgendwo hinzukommen. Und manchmal ist der Beginn eines Pfades, sieht völlig anders aus als das Ende. Die Bilder übrigens. Wir telefonieren ja auch sehr oft, Kolle und ich, wir sind wirklich nicht nur musikalische Freunde, sondern für mich habe ich auf jeden Fall einen Freund fürs Leben gefunden. Ja, ja, und wir quatschen auch. Wir sind jetzt schon viele, viele Jahre zusammen unterwegs. 100%. Und die Bilder, die du mir da immer zeigst, die Leute noch nicht kennen, Bruder, das ist richtig krass. Das ist richtig krass. Ich habe dir auch gesagt, irgendwann, wenn du mal Zeit findest, musst du mir auf jeden Fall für zu Hause auch ein richtig schönes Bild machen. Ey, ich zeig das ja auch mal meinem Vater. Mein Vater hat ja auch gemalt, habe ich dir auch. Ne, Bilder habe ich ja noch nicht gezeigt. Ne? Nein, ich wollte immer welche sehen von deinem Vater. Genau, und ich habe ihm das auch gezeigt. Der fand das auch richtig krass und so. Ey. Das ist echt auch eine Sache, die ich respektiere. Und ich kann zum Beispiel gar nicht malen und zeichnen. Also ich bin die komplette Vollniete da und so. Ich hatte auch in Kunst eine 5 gehabt. Das ist zum Beispiel auch was richtig Heftiges. Ein krasses Talent von mir. Genau, und das würde ich auch noch in diesen Contest übrigens einwerfen, Kunst. Es gibt eine Aufgabe, grobe Stichpunkte dazu und dann muss jeder ein Kunstwerk dazu erschaffen auf seine Art und Weise. Und das dann in mehreren Disziplinen, dass auch das Kreative noch in diesen Supermenschen-Contest reingetan wird. Das aber nur am Rande. Ja, Bruder, jetzt aber zu deiner Aussage hin zurückzukommen, das ehrt mich natürlich und den Farid genauso. Es ist immer effektiver, wenn du einen Trainingspartner hast. Für mich war das auch seit frühester Zeit der Farid. Mhm. Ein Bruder, der wahrscheinlich, so Gott will, immer mein Bruder sein wird. Wir haben harte Zeiten hinter uns, gute Zeiten, dann wieder harte, dann wieder gute. Es war eine Achterbahnfahrt. Mhm. Aber
bei so einem langen Weg, da wirst du auch oft auf die Probe gestellt. Eine Freundschaft wird da auf die Probe gestellt, gerade in so einem Geschäft wie Deutschrap. Und sowas wie eine Bruderschaft, die auch geschäftlich noch funktioniert und das über so eine lange Zeit, dass beide am Ende dastehen und sagen, weißt du noch damals, als wir mit der Bahn durch Flingern gefahren sind? Heftig. Und ich hatte gerade meinen ersten Vorschuss von 3000 Euro und du hast noch gesagt, boah, das will ich auch mal schaffen. Und wir waren noch im Call Center unterwegs, am Hörer umhängen, mit lauter Besoffenen um uns rum, die Leuten irgendwas andrehen wollten. Da kommen wir her und dann stehst du da und chillst dann in deinem Whirlpool, machst ein Selfie-Video, schickst das dem Farid rüber, er macht eins aus seinem Whirlpool und sowas ist ein schöner Erfolg. Hammer, ne? Das ist geil, deswegen ist es sehr, sehr wichtig, mit was für Leuten man sich umgibt. Und das nochmal so ein Tipp am Rande. Das Umfeld, ja, der Freundeskreis hat immer einen Einfluss. Man muss darauf achten, dass das Leute sind, die auch nach vorne wollen, irgendwas erreichen. Richtig kurz unterbrechen kann. Die ein positives Mindset haben und sagen, ja klar, mach das, ich helfe dir dabei. Ich hatte das letzte Mal auch, den André kennst du ja auch, ne? Ja. Und wir haben so ein bisschen das, so was Ähnliches erlebt. André Miegel kennt ihr vielleicht auch. Der Strafverteidiger hat ja auch einen YouTube-Kanal. Krasser Jurist, super Strafverteidiger. Und ja, wir haben ja zusammen studiert. Und zu der Zeit, wo wir zusammen studiert haben, hatten wir auch, wir hatten nichts gehabt. Wir sind mit Bahn und Zug halt immer zur Uni gefahren. Wir haben halt trotzdem zusammen trainiert zu der Zeit. Und wir hatten nicht mal Geld gehabt für einen Dönerteller zu der Zeit, weißt du? Weil das BAföG ist ja auch immer schnell verbraucht. Das BAföG ist schnell verbraucht. Genau, wenn du da einigermaßen auch gute Kleidung tragen willst für die anderen Leute, so, dann ist das Geld ganz schnell weg. Und dann hatten wir mal auch tagelang immer nur Geld gehabt für einen Dönerteller, den wir uns dann geteilt haben. Mhm. Und wir haben uns unsere Eiweißeimer zusammengekauft, haben uns Hälfte aufgeteilt. Mhm. Und dann waren wir letztens was essen gewesen, dann kam er mit seiner, ich kam mit meiner G-Klasse und er kam mit seinem, was hatte der nochmal? GT4. GT4, genau. Und dann standen die beiden Autos nebeneinander, dann haben wir gesagt, ey, guck mal, Bro. Und er hat mir damals mit den Support gegeben, als ich gesagt habe, ey, ich höre jetzt auf zu studieren, weil ich möchte das jetzt noch einmal mit der Musik probieren, sonst kann ich nicht mehr in den Spiegel gucken, weil das ist eigentlich meine wahre Leidenschaft. Und er hat mich auch mit unterstützt, so, weißt du, so mitten in der Prüfungsphase habe ich das ja unterbrochen, so. Und wir sind beide verschiedene Wege gegangen, weißt du, aber haben trotzdem irgendwo unseren Weg gegangen, haben irgendwie was erreicht. Das war auch ein krasses Gefühl gewesen. Das glaube ich. Das ist auch eine schöne Freundschaft zwischen euch beiden. Ja. Und ich mag den André auch sehr gern. Ich kenne ihn ja auch schon jetzt seit bestimmt 7, 8 Jahren. Ja, Mann, ich weiß auch, wo er am Anfang gestanden ist. Und wir haben damals immer gesagt, scherzhaft, der eine oder der andere wird es schaffen. Am Ende war es der André. Ja, Mann. Durchgezogen. Ja. Mit breiter Brust in den Gerichtssaal. Ja. Und der verteidigt beide Doppelbizeps-Pose und dann den Mandanten verteidigt. Mhm. Next Level. Und das ist auch was ich eben gesagt habe, Individualität. Ja. Welchen Anwalt habt ihr denn niemals gehabt, der mal mit einem 44er Bizeps euch verteidigt hat? Der war wahrscheinlich nie. Und seine Präsenz ist krass. Also der hat mich verteidigt vor Gericht und ich war echt stolz auf den gewesen. Wie der die ganze Sache, also wie der da rangeht an die Sache und so. Echt. Da sind wir wieder beim Sport. Ja. Der Sport gibt doch ihm erst den Antrieb, genau, den Schmackes, genau, den der dann im Gerichtssaal transferiert in seine Plädoyers. Mhm. So, das ist die Symbiose. Der André hat es auch. Deswegen ist er erfolgreich geworden. Shoutout, Bro. Hm. Grüße an den André. Um nochmal zurückzukommen, Bruder, auf Sport, ne? Training, Fitness. Du bist auch wieder dabei, ne? Ich bin ja immer so mehr oder weniger dabei, ne? Ich bin dabei. Soll ich dir was sagen? Zu einer Zeit, wo du mich übertrieben motiviert hast. Du hast mich eigentlich dazu gebracht, dass ich meine erste Low Carb gemacht habe. Das war auch zu der Zeit, wo die Boss-Trafo, glaube ich, kam. Ja, ich erinnere mich doch gut an die Zeit. Genau, weil da hattest du eine Form gehabt, Bruder. Du warst jetzt nicht der breiteste und schwerste zu der Zeit, aber das war eine Form, die war geisteskrank. Du warst komplett ripped. Und das habe ich bis heute noch nicht erreicht. Du weißt, komplett ripped heißt wirklich komplett ripped. Ja, ja, ja. Und das war krass. Ja, ich weiß das noch krass. Damals, die Zeit war dann... wir haben diese vielen Auftritte gehabt, waren viel unterwegs und ich habe dir auf die Finger gehauen, wenn du an die Minibar gegangen bist und dann irgendwelche Nüsse. Ich habe gesagt, jede Nuss zu viel ist eine Nuss zu viel. Ja. Und sowas kannte ich noch gar nicht. Ich habe halt immer gepumpt,
aber ich kannte das nicht, den Sport so ernst zu nehmen, weißt du? Wo ich dich gesehen habe, als wir auf dem Splash-Auftritt da standen, in der prallen Mittagshitze, und ich habe dich gesehen, wie du dein Essen aus der Tupperdose, da ging mein Herz auf. Ja, da habe ich es angefangen ernst zu nehmen, ne? Und wir haben auch gute Erfolge gefeiert damit. Also, ja, sicher. Das war aber auch die Zeit, was ich eben gesagt habe, noch vor dem großen Erfolg, dem Durchbruch, dann hast du nochmal so einen ganz anderen Hunger. Ja. Wenn du irgendwann so das Game auch mal durchgespielt hast, hast vielleicht auch Rekorde gebrochen, die für die Ewigkeit sind, was in meinem Fall, Gott sei Dank, der Fall ist. Ich danke Gott immer dafür, für so eine schöne musikalische Karriere, 100%. Was ich hinlegen durfte. Das ist ein Geschenk. Und da haben natürlich das auch die Fans einen großen Anteil, weil ein Künstler ohne die Würdigung des Publikums ist ein, du meinst, dass sie diese ein Art tragischer von, Fall. Ja. So. Dass sie diese Art von Kunst auch verstehen und wertzuschätzen. Ein Künstler muss das immer zu schätzen wissen, wenn seine Kunst verstanden und gefeiert und geliebt wird. Das ist eine schöne Sache. So. Aber wie ich schon anfangs sagte, Bruderherz, das soll nur ein Kapitel sein. Ich habe im Grunde in diesem Bereich das erreicht, was ich mir als großes Ziel vorgenommen hatte. Ja, das hast du alle Male erreicht. Ich glaube sogar noch darüber hinaus, oder? Ja, aber wie ich dir auch eben gesagt habe, das ist dann ein erreichtes Ziel, aber dann machst du dir ganz andere Gedanken. Mhm. Und mittlerweile bin ich gar nicht mehr auf so einem Niveau, wo ich sage, ich muss irgendwelche, ja, was heißt Auszeichnungen oder Anerkennung von außen, sondern ich möchte Anerkennung von innen haben. Das heißt, ich möchte die optimale Version meiner selbst sein, so wie mein eigentlicher Kodex, wie meine eigentliche Vorstellung, eine Idealvorstellung als Mensch insgesamt von mir ist. Dahin möchte ich kommen. Mhm. Und da hat der Großteil überhaupt nichts mit Geschäften oder Geld verdienen zu tun. Sehr schön. Deswegen ist das, was ich zurzeit mache, Rap aus den Eiern, weil ich einfach ins Studio fahre, zwischendurch mal, weil ich Bock habe, was aufnehme, Samples dicke und einfach aus den Eiern heraus was draufsplitte. Das ist gerade die Phase, die ich habe mit Free Spirit. Geil. Das macht bestimmt auch anders Spaß, ne? Einfach zu machen. Es ist halt kein kommerzieller Gedanke dahinter. Mhm. Befreit davon. Rap ist wieder so, es wird immer mehr so, wie es zu Anfang war, als es noch kein Geschäft war. Mhm. Und dann entsteht auch gute Musik daraus wieder. Und das ist dann für alle gut. Das sehe ich auch so. Auf jeden Fall. Wenn man so festgefahren ins Studio geht und so, das, also natürlich gibt es auch Konzeptalben, ne? Breiter als drei Tisch, der war auf jeden Fall ein Konzeptalbum. Da weiß man schon, was man zu machen hat, weißt du? Aber, ja, aber trotzdem ist das Konzept ja auch aus deinen Eiern entsprungen vor vielen, vielen Jahren. Ja, ja, und dann klar. Machst du halt Nachfolger. 100%. Und Nachfolger zu machen, eine erfolgreiche Trilogie 100%. Aufzubauen, das ist etwas sehr, sehr Großes. Ja. Das ist ein sehr großes Indiz dafür, dass du nicht nur eine Modeerscheinung bist oder ein vorübergehender Trendkünstler, sondern ein wirklich etablierter Künstler. Ja. Oh shit, es ist passiert. Da hat dem Mujo wohl gekleckert. Da wurde wieder geschlabbert. Oh shit. Ich sag dir eins, Bruderherz. Da sage ich dir nur noch eins dazu. Du bist jetzt gerade, um da auf die Frage zurückzukommen, urlaubsreif, sagst du. Mhm. Ach, wie oft habe ich mich gefragt, du bist eigentlich urlaubsreif, du musst Urlaub machen. Und dann bin ich in den Urlaub geflogen und was habe ich gemacht? Nur gearbeitet. Mhm. Im Gedanken oder nein, wirklich auch gearbeitet? Am Laptop, am Handy, in Gedanken, natürlich. Ja. Ich war in den feinsten Luxushotels, wo du 5 à la carte Restaurants hast und ein Riesenbuffet. Und du gehst aber zu der Diät-Ecke, wo der Brokkoli mit Wasser gekocht wird und nimmst dir das. Und wiegst es noch auf deiner mitgebrachten Digitalwaage ab. Die stellst du dir neben deinen Teller auf dem Tisch am Frühstücksbuffet. Mhm. Da ist dir dann auch egal, was die Leute darüber denken. Die feinen Schnösel. Und dann läufst du deine HIT-Einheiten an den Pools vorbei. Am Anfang sind die Leute skeptisch und sagen, was ist mit dem Irren los? Der läuft hier schon seit einer halben Stunde Runden um den Pool. Was ist mit dem Irren? Aber nach dem zweiten, dritten Tag fangen die langsam an, das zu feiern, weil du machst eine gute Figur. Ja. Weil der Sport sich ja auch auf die Physis auswirkt. Mhm. Du bist shredded. Und vielleicht hast du hier und da noch ein bisschen Sonnenöl. Und hast das schön glänzt drauf. Und dann auf einmal stehen sie da am 5., 6. Tag. Standing Ovations. Ja, nichts kommt von heute auf morgen, aber auch im Urlaub das durchziehen. Und ich sagte, zu deiner Frage zurückzukommen, der Indikator dafür, ob du wirklich urlaubsreif bist oder nicht, ist, wenn du noch Ideen hast, kreativ bist, auch wenn es gerade anstrengend ist, das gehört dazu.
weitermachen. Ne? Aber es gibt auch Leute, die sind gerade im Krieg und knallen irgendwelche anderen Menschen ab, die sie gar nicht kennen, mhm, und müssen das machen. Sonst werden sie selber umgebracht, mhm, weil sie sich irgendwann mal zum Wehrdienst gemeldet haben. Ja. Und sind auf einmal in so einer Situation, wo sie sich solche grundlegenden moralischen Fragen stellen müssen. Und vielleicht am Ende kassieren sie aber auch noch einen Headshot. Mhm. Das ist Stress. Ja? Das ist wahrer Stress. Das ist Stress. Das heißt, wenn du Stress hast, dann ist das erstmal ein gutes Zeichen, weil ohne Schmerz gibt es auch keinen Fortschritt. Mhm. Wenn du noch Ideen hast, dann bleib mal erstmal am Ball, Bruderherz. Und mach einfach mal nochmal weiter. Ja, Mann. 100%. Ja, Mann, wir sind noch ein bisschen unterwegs. Wir haben jetzt schon 30 Minuten gequatscht, Alter. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das so ein langer Talk wird. Aber wir sind ja noch ein bisschen länger unterwegs. Wir filmen auf jeden Fall ein bisschen weiter. Und ich mache mal jetzt hier ein kleines Sendepäuschen. Und wir sehen uns gleich wieder. So, kleine Raststätte. Pause. Machen wir den heißen Hafer und fertig für dich. So, auf uns, Bruder Herz. Heißt auch gute Geschäfte, die haben die. Ja, wir sind ja wieder auf dem Weg zu einem Geschäftstreffen. Ja, ich hoffe, das wird erfolgreich. Ne? Wie siehst du unsere Chancen heute? Ich sag mal so, der Boss riecht Geschäfte, als hätte sein Dobermann in die Ecke gemacht. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Ich habe das Gefühl, das ist die nächste Million-Dollar-Idee. Super cool. Ganz, ganz krasses werden könnte. Und wenn es das wird, werdet ihr das auf jeden Fall mitbekommen. Wie schmeckt das? Schnitzel. Ist das schon das Schnitzel, was ja, du bestellt hast? Hähnchenschnitzel. Das ist auf jeden Fall ein Kuchen, der besser aussieht, als er ist. GTA RP, aber in real life. Ich bin ja hingeklatscht wie Fat Comedy. Was machst du für eine Station-Tutorial? Zeig mal für die Kamera, was du für Tricks drauf hast. Ey, ich kann wirklich gar nichts. Ja, gut, aber so dein besten Trick. Mein bester Trick ist gerade aus. Ey, da musst du dich doch jetzt einmal was trauen. Du bist jetzt live in unserer Kommunion von Zuschauern. Das ist nicht dein Ernst. Das kann dein Moment sein. Wenn du jetzt mit diesem Druck klarkommst, dann kannst du alles schaffen. Klatscht dir, wenn ich geradeaus hier runterfahre? Ey, du kannst einen Trick. Ja. Mann, was denn? Ja. Zeig mal. Achtung, Achtung, guck mal, der Junge hat mehr Eier als du. Der macht, der kommt ja einfach an. Ey, willst du einen Trick sehen? Komm, Junge, jetzt zeig, was du drauf hast. Komm, spring runter. Und der ist gerade mal 3 Jahre alt. Und du stehst hier immer noch rum und guckst dir Skate-Tutorials an. Mach doch mal! Hey, ich kann wirklich nichts. Mach doch irgendwas. Komm mal, bist du ein Rollen hier drüber? Oh, das ist schon mal so. Mein Sohn, der ist 3,5, der kann das. War der gut? Ey, Bombe, das ist die Einstellung. Du, mein Freund, du wirst es noch ganz groß rausbringen. Da bin ich mir 100%ig sicher. Wie ist dein Name? Simon. Simon, weiter so, rein in die Masse. Ey, das war doch für den Anfang schon mal immer hinweisen. Ja, der erste schon. Jetzt müssen wir noch den Rolli füllen. Ja.
Versuch den jetzt. Nein, ich hab einen Kumpel, aber hört euch auf. Du musst dich jetzt einmal fokussieren. Du musst dich komplett ändern. Dann hast du vor nichts mehr Angst. Du hast 3 Versuche. Und du wirst den Olli schaffen. Ich habe den nicht mal einmal versucht. Du musst zu dir selber sagen, ich schaffe jetzt den Olli unter der größten Drucksituation meines Lebens. Ich fick euch alle. Kannst du sliden? Dann fickst du den Olli weg, wie sein Comedy. 3 Versuche. Was? Gib ihm. Mit ein Bismillah. Wie gesagt, das ist so. Das mit ein Bismillah. Nur so ein bisschen so hoch. Das ist gerade so Reha-Patient. Ihr wollt, dass er irgendwie sprintet. Du wirst das schaffen, wenn du noch fest an dich glaubst. Mach das, glaub doch an dich. Ich weiß nicht mal die Schrittreihenfolge. Wie ist denn dein Name, mein Junge? Ahmad. Ahmad. Ja. Wo kommst du her? Türkei. Aus der Türkei. Da musst du jetzt mal ein richtiger Wolf sein. Das war der erste Versuch. Du hast es zu 30% ja schon geschafft. Zweiter Versuch. Jetzt kommt der Olli. Ich hab es im Gefühl. Kann man ein Foto machen? Ahmad. Auf jeden Fall. Gleich. Das habe ich mir aber auch verdient jetzt. Warte mal. Du musst den Olli schaffen. Okay, kennst du die Schrittreihenfolge? Was für Schritt rein? Ja, gut, ich auch nicht. Ich bin kein Skaterboy. Ich auch nicht. Aber du willst einer werden? Das Avril Lavigne noch mal einen Song, ein Remix. Skaterboy. Ich weiß für die Situation jetzt. Dankeschön. Achtung, hier kommt der Olli. Das war fast ein Olli. Wenn beide Räder abheben vom Boden, ist es ein Olli technisch gesehen. Dankeschön. Das waren schon mal 3. Letzter Versuch, jetzt schaffen wir es aber mal mit Eiern. Was ist das denn für eine Gurkentruppe? Mal richtig mit Eiern jetzt! Oh, ich weiß ja gerade in meinem Kopf überhaupt, was es ist. Mach das aus dem Gefühl, nicht aus dem Kopf. Okay. Verlager dein Gewicht auf letzter das. Letzter Versuch aber jetzt, reicht doch. Verlager erstmal dein Gewicht auf das hintere Bein. Okay. Und jetzt musst du mit einer smoothen Bewegung hochgehen, mit dem Vorderbein erst und ziehst das zweite nach. Ja, das war schon der Ansatz. Alle 4 Räder waren vom Boden weg. Okay, wenn das noch 2-3 Mal machst, kommst du immer höher. Ja, und dann hast du das bis heute Abend drauf. Aber mach lieber so, Mann. Das macht doch nichts. Dankeschön. Ohne Schweiß kein Preis. Dankeschön. Welcher Channel ist das denn jetzt da? Gar nicht, was der Mann damit macht. Der macht einen neuen Channel. Yo, Leute, heute ist schon der nächste Tag. Und wir haben es gestern nicht mehr geschafft, auf dem Rückweg noch weiter zu drehen, weil wir waren richtig platt. Wir haben es uns vorgenommen. Aber wir sind einfach eingepennt auf dem Rückweg. Das Meeting, was wir hatten, war ein sehr krasses Meeting. Hat auch sehr lange gedauert und wir sind auf jeden Fall sehr überzeugt von dem, worüber gesprochen wurde. Ich denke, das könnte eine große Sache werden, aber da werdet ihr noch früh genug von mitbekommen. Und ja, ich bin gestern um 4:30 oder so erst zu Hause angekommen. Hab mich jetzt auch eine halbe Stunde verspätet. Ich bin jetzt hier direkt beim Sport. Und wir drehen den nächsten Fitness-Blog hier für den Channel. Ist auf jeden Fall nicht leicht, so viel Content zu bieten, aber ich schwör's dir, einerseits hat das was richtig Gutes, weil ich bin gezwungen, immer Sport zu machen und mich immer wieder neu zu erfinden. Und ich habe auf jeden Fall auch Bock. Ich bin jetzt nicht, also ich bin müde, aber es ist jetzt nicht so. Was geht, Bruder? Alles klar? Alles gut bei dir? Sehen uns gleich. Ich habe voll Bock auf Training. Auch wenn ich gerade platt bin und müde bin, ziehe ich jetzt weiter durch. Ich wünsche euch auch alles Gute. Gebt auch Vollgas beim Training. Breiter als der Tisch, der Channel. Ihr wisst Bescheid. Und ich sag mal, ja, ich drehe gerade den nächsten Vlog. Bis zum nächsten Mal. Ciao.